Wir sind auf der Insel Madagaskar. Vor Millionen von Jahren hat sie sich vom afrikanischen Kontinent abgelöst und ist heute die Heimat einer einzigartigen Tierwelt. Ich bin auf der Suche nach dem Tier mit der ultimativen Anpassung an diese Insel. Und mein Abenteuer beginnt hier, mit einem Lauf durch diesen etwas stacheligen Wald. Legen wir los. Ein paar Minuten Jogging durch den Dornenwald und ich bin total zerkratzt, wie Sie sehen. Doch das erste Tier, das ich Ihnen diesmal zeigen werde, ist perfekt daran angepasst, sicher durch diese Dornen zu kommen. Lemuren zählen zu den sogenannten Feuchtnasenaffen und kommen ausschließlich auf Madagaskar und den benachbarten Inseln vor. Sie haben hier keine Konkurrenz von Menschenaffen, wie zum Beispiel den Schimpansen, zu fürchten. Und alle Lemurenarten haben eines gemeinsam: ihre Neugier. Es gibt über 90 Lemurenarten und im Laufe der Zeit hat sich jede von ihnen ihren Platz auf dieser vielfältigen Insel erobert. Dieser graue Halbmaki hat einen faszinierenden Weg gefunden, mit einer Art Büchsenöffner einen Bambusstamm zu knacken, um an das saftige Mark heranzukommen. Die grauen Halbmakis leben fast ausschließlich von Bambus. Sie zählen eher zu den kleineren Lemurenarten. Im Wald springen sie von Baum zu Baum, legen aber auch längere Strecken zu Fuß am Boden zurück. Die Lemuren haben relativ wenige natürliche Feinde. Wenn man sich ruhig verhält, schöpfen selbst die scheuesten Vertreter ihrer Art Vertrauen und kommen näher. Die Halbmakis leben in kleinen Verbänden aus 3 bis 5 Familienmitgliedern. Und diese zwei hier sind offensichtlich die Eltern vom Rest des Clans. Ich sehe ihnen zu, wie sie fressen, kuscheln und miteinander spielen. Es macht Spaß, diese Halbmakis in freier Wildbahn zu beobachten. Doch ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Lemurenart, deren Heimat der schmerzhafte Dornenwald ist. Das hier sind Sifakas, eine der bekanntesten Lemurenarten Madagaskars. Sie kommen spielend leicht mit den vielen Dornen und Stacheln zurecht, dank ihrer dicken Haut an den Händen und Füßen. Sifakas sind perfekt an das Leben auf den Bäumen im Dornenwald angepasst. Mit ihren langen, kräftigen Armen schwingen sie sich geschickt von Ast zu Ast. Die Daumen und Krone geeignet, um sich festzuhalten. Besonders bemerkenswert ist, wie sie in den Baumkronen die Balance halten. Ihre langen Schwänze helfen ihnen dabei. Das waren 2 kurze Sprünge. Sifakas können nämlich fast 10 Meter weit springen, aus dem Stand. Das sind absolute Akrobaten. Nach kurzer Zeit haben sich die munteren Gesellen an mich gewöhnt und steigen hinab zum Boden. Sifakas zählen zu den wenigen Primaten, die auch längere Strecken aufrecht zurücklegen. Mit ihrem Schwanz, der etwa so lang ist wie der Körper, halten sie die Balance. Mit kurzen, meist seitlichen Sprüngen tänzeln sie dann über den Boden. So kommen sie sehr rasch von einer Baumgruppe zur nächsten. Eine perfekte Anpassung daran, die verstreuten Nahrungsquellen in den lichten Wäldern effektiv zu nutzen. Leider schlägt kurz darauf das unberechenbare Wetter Madagaskars zu und beendet unsere Filmaufnahmen mit den Lemuren abrupt. Die Insel ist alles andere als trocken. In der Regenzeit können jeden Monat weit über 200 Milliliter Niederschläge fallen. Während der Himmel seine Pforten öffnet, ruhen sich die Lemuren aus. Die Flüsse und Bäche auf der Insel dagegen erwachen zu neuem Leben.
Das sind für mich eher schlechte Nachrichten. Nachdem wir die Balanceakte der Lemuren gesehen hatten, haben wir nämlich entschieden, meinen Gleichgewichtssinn zu testen. Und um es etwas interessanter zu gestalten, wird das Ganze hier stattfinden. Ein Sifaka hätte kaum ein Problem damit, über das Seil zu balancieren, das quer vor dem Wasserfall gespannt ist. Ob ich das schaffe? Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist mein Ast. Und jetzt testen wir mal, ob ich so gut balancieren kann wie ein Lemur. Nach einem umfangreichen Check, ob mein Gurt auch perfekt sitzt, wage ich die ersten vorsichtigen Schritte. Du meine Güte, das ist ein gewaltiger Wasserfall. Wieder nach oben. Alles in Ordnung, sieht man doch. Mein größter Nachteil ist, dass ich keinen Lemurenschwanz habe. Die Sifakas können damit perfekt auf den Hinterbeinen stehen. Sie müssten sich hier nicht oben festhalten. Das versuche ich jetzt auch, kann ja nicht schwer sein. Alles klar. Ich danke Gott für meinen Gurt. Oh, yes! No! Yes, no! Es ist eindeutig bewiesen, dass ich in keinster Weise so balancieren kann wie ein Lemur. Keine Chance. Die Lemuren haben einen erstaunlichen Gleichgewichtssinn. Und das nächste Tier hat eine erstaunliche Färbung. Es ist wohl das bunteste Tier auf dieser Insel. Hier werde ich es nicht finden. Dazu muss ich in den Wald. Aber erstmal muss ich irgendwie wieder darüber. Dank des feuchtwarmen Klimas sind die Flora und Fauna auf Madagaskar besonders vielfältig. 5% aller Tier- und Pflanzenarten weltweit kommen auf dieser Insel vor. Ihre isolierte Lage hat dazu geführt, dass sich hier ganz eigenständige Arten gebildet haben, von denen man 80% nirgendwo anders auf der Welt findet. Insgesamt gibt es etwa 160 Chamäleonarten. Gut die Hälfte davon findet man auf Madagaskar. Einige sind grell gefärbt, andere sehen aus wie kleine Dinosaurier. Ich suche die farbenprächtigste Chamäleonart. Man findet sie meist in der Nähe des Waldbodens. Und dank der auffälligen Färbung dauert es nicht lange, bis ich fündig werde. There we go, my friend. So, mein Freund, lass mal sehen. Das hier ist ein Panther-Chamäleon. Es lebt näher am Boden als die meisten anderen Chamäleons und wie man sehen kann, ist es auch das bunteste. Die Augen sind unverwechselbar. Die Öffnungen, durch die das Licht eintritt, sind extrem klein. Und die Augen können unabhängig voneinander bewegt werden. Ein Chamäleon hat also ein Sichtfeld von beinahe 360 Grad. Chamäleons sind wahre Kletterspezialisten, auch wenn sie nicht die schnellsten sind. Doch nicht alles bei ihnen läuft so langsam ab. Sie fressen flinke Insekten und dabei setzen sie auf eine blitzschnelle Waffe. In Sekundenbruchteilen schnellt die lange, klebrige Zunge nach vorne in Richtung Beute. Die hilflosen Insekten werden dann zurückgezogen zwischen die kräftigen Kiefer des Chamäleons. Die erstaunlichste Anpassung des Panther-Chamäleons ist folgende. Trifft es auf ein anderes Männchen, kann es sich auf das Dreifache seiner eigentlichen Körpergröße aufblasen und die Farbe wechseln, um den Gegner abzuschrecken. Ich simuliere das mal. Da sehen Sie, es pumpt sich schon auf.
Aber wechselt es die Farbe? Ich glaube, unten wird es roter. Vielleicht ist es jetzt nicht dreimal so groß, aber sicher eineinhalbmal. Um den Farbwechsel genauer zu erkennen, sehen wir uns das Chamäleon vor und nach seiner Reaktion vor dem Spiegel an. Das Grün auf dem Rücken ist einem Orangeton gewichen und der Bauch ist jetzt tiefrot. In der Haut sitzen unzählige pigmentierte Zellen, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können. Offensichtlich haben sich gerade die orangefarbenen und roten Zellen ausgedehnt, die Aggressionsfarben. Ich halte den Spiegel näher an das Chamäleon, um das Spiegelbild größer zu machen. Aber unser Männchen hat wohl langsam genug. Es lässt gerade Luft ab und die Farbe ändert sich wieder. Es gibt sich wohl geschlagen. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Mein nächstes Tier ist eines der erfolgreichsten überhaupt. Man findet es fast überall auf der Erde. Es ist wohl eines der ganz wenigen Tiere, die eine nukleare Katastrophe überleben würden, und es ist erstaunlich anpassungsfähig. Ich spreche von der Schabe. Und eine bestimmte Art dieser Insekten findet man nur auf Madagaskar. Das hier sind Fauchschaben. Es gibt sie seit etwa 400 Millionen Jahren. Ihr Name bezieht sich auf einen Abwehrmechanismus. Fühlen sie sich bedroht, dann fauchen sie. Das fauchende Geräusch wird durch Luft erzeugt, die durch die Atemöffnungen entlang des Hinterleibs gepresst wird. Angreifer werden von diesem Fauchen abgeschreckt und auch lästige Geschlechtsgenossen. Dank kleiner Häkchen an den Beinen können Schaben auf nahezu allen Oberflächen laufen und sogar kopfüber. Es gibt sie seit Millionen von Jahren und sie können kopfüber laufen. Doch ihre erstaunlichste Anpassung ist ihre Fähigkeit, Erschütterungen wahrzunehmen. Ihre Beine sind bedeckt mit winzigen Härchen, die auf die kleinsten Vibrationen reagieren. Tatsächlich wurden Schaben früher verwendet, um Erdbeben vorherzusagen. Diese Sinneshaare melden der Schabe jeden sich nähernden Feind. Meist sind sie schon verschwunden, bevor ihr Gegner sie entdecken kann. Die kleinen Haare sind so sensibel, dass sie sogar auf geringste Luftbewegungen reagieren. Für eine Schabe muss mein Fingertippen wie ein Erdbeben wirken. Ich will ein Gefühl dafür bekommen, was die kleinen Krabbler dabei spüren. Natürlich kann ich kein Erdbeben erzeugen, aber ich kann es simulieren. Und zwar so. Truck Surfing. Schade, dass es keine olympische Disziplin ist. Sonst hätte ich schon längst eine Medaille gewonnen. Zum Glück ist das vorbei. Als nächstes geht's zu einem Tier, bei dem es hoffentlich deutlich ruhiger zur Sache geht. Und später zu meiner ultimativen Anpassung. Ich fahre in den Süden Madagaskars, zurück in den Dornenwald. Es gibt unzählige nachtaktive Tierarten auf der Insel. Und wenn die Dämmerung anbricht, wird der Vogelgesang abgelöst von den Rufen anderer Geschöpfe. Über mir ist eine Kolonie Flughunde. Sie sind die größten Fledertiere Madagaskars und erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 1,20 Meter. Auch sie sind nachtaktiv. Den Tag verbringen sie in diesen Bäumen, wo sie munter miteinander plappern, wie Sie gerade hören können. In der Nacht machen sie sich auf die Suche nach Früchten. Sie haben einen fantastischen Geruchssinn und sie sehen ausgezeichnet. Langsam setzt die Dämmerung ein und die Flughunde bereiten sich darauf vor, in den Wald hinauszufliegen, um zu fressen. Insektenfressende Fledermäuse setzen ihre Echoortung ein, um ihre Beute aufzuspüren. Die Flughunde brauchen sie nicht. Sie fressen ausschließlich Früchte, Pollen, Blüten und Nektar. Ihr exzellentes Sehvermögen und ihr Geruchssinn führt sie zu diesen Leckereien. Schon kurze Zeit später sind überall fliegende Flughunde zu sehen und ihr Geschnatter ist ohrenbetäubend. Die gesamte Kolonie hat sich in die Luft geschwungen und verschwindet nach und nach hinter den Baumwipfeln. Ich lasse die Schlafbäume der Flughunde hinter mir und gehe tiefer in den Wald hinein.
Auf dem Boden suche ich zwischen dem Laub nach Tieren, die in der Dunkelheit unterwegs sind. Es ist schon ein seltsames Gefühl mit so vielen fremdartigen Tieren und Geräuschen, die einen umgeben. Und man weiß nie, was man finden wird. Sehen Sie nur. Es gibt so viele Tiere auf Madagaskar. Da kann man oft nur durch Tarnung verhindern, von irgendjemandem gefressen zu werden. Das hier ist das perfekte Beispiel. Das ist ein Plattschwanzgecko. Sein Schwanzende sieht aus wie ein verwelktes Blatt. Das Tier, das ich finden will, ist jedoch deutlich bunter gefärbt. Also lasse ich diesen kleinen Kerl hier wieder frei und suche weiter. Der Gecko kann seine Körperfarbe und seine Form geschickt einsetzen, um sich zu tarnen. Doch unser nächstes Tier hat genau das Gegenteil vor. Es nutzt seine auffällige Färbung, um Angreifer zu warnen und sie sich vom Leib zu halten. Hoffentlich bedeutet das für mich, dass es einfach zu finden ist. Da ist einer. Ich dachte schon, ich würde gar keinen mehr finden. Aber genau danach habe ich gesucht. Das ist ein Tomatenfroschweibchen. Man nennt sie so, weil sie wie eine große, reife Tomate aussehen. Man findet sie im ganzen Nordwesten der Insel und... Entschuldigung, na komm her. Sie leben also im Nordwesten Madagaskars und sie haben eine erstaunliche Anpassung. Wenn sie angegriffen werden, produzieren sie den klebrigsten Schleim aller Frösche der Welt. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Schlange. Sie beißen in den Frosch und er scheidet diesen ekelhaft klebrigen Schleim aus. Sie würden ihn sofort wieder ausspucken. So entkommen diese Frösche. Der hier ist auch langsam genervt. Ich fühle schon, wie er klebrig wird. Sie sind nachtaktiv und anders als Baumfrösche leben sie am Waldboden. Einige Frösche klettern mit klebrigen Saugnäpfen auf Bäume. Aber wie man sehen kann, fehlen sie dem Tomatenfrosch. Deshalb lebt er am Boden. Die grelle Färbung des Tomatenfroschs soll Raubtiere wie Schlangen warnen, nach dem Motto, ich bin ungenießbar. Der Frosch kommt nur auf Madagaskar vor. Tagsüber schläft er, vergraben im Untergrund. Doch in der Nacht kommt er raus und macht Jagd nach Insekten und Spinnen. Ich glaube, der Frosch hat endgültig genug. Er hat eine ganze Menge Schleim auf meine Hand abgeladen. Ich lasse die Dame gehen. Wenn dieser Schleim in das Maul eines Angreifers gerät, wird er ihm tagelang die Zähne verkleben. Das Zeug ist wirklich wie Kleister. Ach. Und es schmeckt widerlich. Vor etwa 160 Millionen Jahren hat sich Madagaskar von der Ostküste des afrikanischen Kontinents getrennt. Es ist die viertgrößte Insel der Erde. Im Laufe der Zeit ist die Evolution auf Madagaskar eigene Wege gegangen. Es haben sich Arten entwickelt, die nur hier vorkommen. Ich habe auf meiner Reise viele einzigartige und faszinierende Tiere beobachten können. Um auf meiner Liste der besten Anpassungen ganz oben zu stehen, muss dieses Tier also etwas ganz Besonderes zu bieten haben. Dieses winzige Insekt auf meiner Hand ist mein Tier mit der ultimativen Anpassung, der Ameisenlöwe. Und gleich erfahren Sie den Grund dafür. Die Ameisenlöwen, die Larven der Ameisenjungfer, sind gefährliche Raubtiere mit einer genialen Jagdmethode. Zunächst graben sie eine kleine Grube in den Sand. Das ist echte Präzisionsarbeit. Der Winkel der Seitenwände ist so gewählt, dass er möglichst steil ist. Gerade so steil, dass der Sand nicht zurückrutscht. Dann setzt sich die Larve unten in den Trichter und wartet. Verirrt sich eine Ameise in den Krater, ist sie gefangen. Will sie die Seitenwand hochlaufen, löst sich der Sand und sie rutscht immer wieder ab. Die Ameise versucht bis zur Erschöpfung aus dem Trichter zu kommen. Doch der Ameisenlöwe unter ihr wirft ständig Sand nach oben.
So rutscht die Ameise immer tiefer in die Falle. Einmal unten angekommen, packt sie der Ameisenlöwe mit seinen kräftigen Mundwerkzeugen. Jetzt gibt es kein Entrinnen mehr. Einige Ameisenlöwenarten injizieren mit ihren Klauen sogar Gift in ihre Opfer. Die überwältigte Ameise wird unter den Sand gezogen. Dort saugt der Ameisenlöwe die Körpersäfte seines Opfers aus. Die leere Körperhülle wird aus dem Trichter gebracht. Der Ameisenlöwe repariert seine Grube und legt sich erneut in den Hinterhalt. Der Ameisenlöwe entwickelt sich zu einem flugfähigen, erwachsenen Insekt, der Ameisenjungfer, die für ihren Nachwuchs ein neues Jagdrevier erobert. Es ist faszinierend. Der Ameisenlöwe baut seine Falle mit mathematischer Präzision. Ist der Winkel zu flach, entkommt die Ameise. Ist er zu steil, fällt der Trichter zusammen. Die Jagdmethode ist so effizient, dass es für die meisten Opfer das endgültige Aus bedeutet, außer es kommt Hilfe von den Artgenossen. Ich will am eigenen Leib erfahren, wie schwer es ist, aus der Falle eines Ameisenlöwen zu entkommen. Dazu fahre ich zu einer Kiesgrube, die auch Sand fördert. Sie soll die Falle simulieren. Ich versuche verzweifelt, den Hang hinaufzusteigen. Doch sobald der Radlader den Sand unter mir wegschaufelt, rutsche ich wieder hinunter. Als Ameise wäre ich jetzt schon vollkommen erschöpft und würde langsam nach unten in die Ameisenlöwenfalle rutschen. Damn it, Antlion's trap. Erst als der Radlader seine Arbeit beendet, schaffe ich es, nach oben zu kommen. Vollkommen ausgepumpt. That's it. Geschafft. Aus der Falle eines Ameisenlöwen zu kommen, ist anscheinend unmöglich. Das ist das ultimative Raubtier. Auf dieser abgelegenen Insel hat der Ameisenlöwe es geschafft, seinen eigenen, einzigartigen Weg zu finden, um zu überleben. Das war's aus Madagaskar. Bis zum nächsten Mal. Das ist mein Ast. Und jetzt testen wir mal, ob ich so gut balancieren kann wie ein Lemur. Nach einem umfangreichen Check, ob mein Gurt auch perfekt sitzt, wage ich die ersten vorsichtigen Schritte. Du meine Güte, das ist ein gewaltiger Wasserfall. Wieder nach oben. Alles in Ordnung, sieht man doch. Mein größter Nachteil ist, dass ich keinen Lemurenschwanz habe. Die Sifakas können damit perfekt auf den Hinterbeinen stehen. Sie müssten sich hier nicht oben festhalten. Das versuche ich jetzt auch, kann ja nicht schwer sein. Alles klar. Ich danke Gott für meinen Gurt. Oh, yes! No! Yes, no! Es ist eindeutig bewiesen, dass ich in keinster Weise so balancieren kann wie ein Lemur. Keine Chance.
Die Lemuren haben einen erstaunlichen Gleichgewichtssinn. Und das nächste Tier hat eine erstaunliche Färbung. Es ist wohl das bunteste Tier auf dieser Insel. Hier werde ich es nicht finden. Dazu muss ich in den Wald. Aber erstmal muss ich irgendwie wieder darüber. Dank des feuchtwarmen Klimas sind die Flora und Fauna auf Madagaskar besonders vielfältig. 5% aller Tier- und Pflanzenarten weltweit kommen auf dieser Insel vor. Ihre isolierte Lage hat dazu geführt, dass sich hier ganz eigenständige Arten gebildet haben, von denen man 80% nirgendwo anders auf der Welt findet. Insgesamt gibt es etwa 160 Chamäleonarten. Gut die Hälfte davon findet man auf Madagaskar. Einige sind grell gefärbt, andere sehen aus wie kleine Dinosaurier. Ich sehe ihnen zu, wie sie fressen, kuscheln und miteinander spielen. Es macht Spaß, diese Halbmakis in freier Wildbahn zu beobachten. Doch ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Lemurenart, deren Heimat der schmerzhafte Dornenwald ist. Das hier sind Sifakas, eine der bekanntesten Lemurenarten Madagaskars. Sie kommen spielend leicht mit den vielen Dornen und Stacheln zurecht, dank ihrer dicken Haut an den Händen und Füßen. Sifakas sind perfekt an das Leben auf den Bäumen im Dornenwald angepasst. Mit ihren langen, kräftigen Armen schwingen sie sich geschickt von Ast zu Ast. Die Daumen und Krallen sind geeignet, um sich festzuhalten. Besonders bemerkenswert ist, wie sie in den Baumkronen die Balance halten. Ihre langen Schwänze helfen ihnen dabei. Das waren zwei kurze Sprünge. Sifakas können nämlich fast 10 Meter weit springen, aus dem Stand. Das sind absolute Akrobaten. Nach kurzer Zeit haben sich die munteren Gesellen an mich gewöhnt und steigen hinab zum Boden. Sifakas zählen zu den wenigen Primaten, die auch längere Strecken aufrecht zurücklegen. Mit ihrem Schwanz, der etwa so lang ist wie der Körper, halten sie die Balance. Mit kurzen, meist seitlichen Sprüngen tänzeln sie dann über den Boden. So kommen sie sehr rasch von einer Baumgruppe zur nächsten. Eine perfekte Anpassung daran, die verstreuten Nahrungsquellen in den lichten Wäldern effektiv zu nutzen. Leider schlägt kurz darauf das unberechenbare Wetter Madagaskars zu und beendet unsere Filmaufnahmen mit den Lemuren abrupt. Die Insel ist alles andere als trocken. In der Regenzeit können jeden Monat weit über 200 Milliliter Niederschläge fallen. Während der Himmel seine Pforten öffnet, ruhen sich die Lemuren aus. Die Flüsse und Bäche auf der Insel dagegen erwachen zu neuem Leben. Das sind für mich eher schlechte Nachrichten. Nachdem wir die Balanceakte der Lemuren gesehen hatten, haben wir nämlich entschieden, meinen Gleichgewichtssinn zu testen. Und um es etwas interessanter zu gestalten, wird das Ganze hier stattfinden. Ein Sifaka hätte kaum ein Problem damit, über das Seil zu balancieren, das quer vor dem Wasserfall gespannt ist. Ob ich das schaffe? Da bin ich mir nicht so sicher. Thank you.
Wir sind auf der Insel Madagaskar. Vor Millionen von Jahren hat sie sich vom afrikanischen Kontinent abgelöst und ist heute die Heimat einer einzigartigen Tierwelt. Ich bin auf der Suche nach dem Tier mit der ultimativen Anpassung an diese Insel. Und mein Abenteuer beginnt hier, mit einem Lauf durch diesen etwas stacheligen Wald. Legen wir los. Ein paar Minuten Jogging durch den Dornenwald und ich bin total zerkratzt, wie Sie sehen. Doch das erste Tier, das ich Ihnen diesmal zeigen werde, ist perfekt daran angepasst, sicher durch diese Dornen zu kommen. Lemuren zählen zu den sogenannten Feuchtnasenaffen und kommen ausschließlich auf Madagaskar und den benachbarten Inseln vor. Sie haben hier keine Konkurrenz von Menschenaffen, wie zum Beispiel den Schimpansen, zu fürchten. Und alle Lemurenarten haben eines gemeinsam: ihre Neugier. Es gibt über 90 Lemurenarten und im Laufe der Zeit hat sich jede von ihnen ihren Platz auf dieser vielfältigen Insel erobert. Dieser graue Halbmaki hat einen faszinierenden Weg gefunden, mit einer Art Büchsenöffner einen Bambusstamm zu knacken, um an das saftige Mark heranzukommen. Die grauen Halbmakis leben fast ausschließlich von Bambus. Sie zählen eher zu den kleineren Lemurenarten. Im Wald springen sie von Baum zu Baum, legen aber auch längere Strecken zu Fuß am Boden zurück. Die Lemuren haben relativ wenige natürliche Feinde. Wenn man sich ruhig verhält, schöpfen selbst die scheuesten Vertreter ihrer Art Vertrauen und kommen näher. Die Halbmakis leben in kleinen Verbänden aus 3 bis 5 Familienmitgliedern. Und diese zwei hier sind offensichtlich die Eltern vom Rest des Clans, die durch die Atemöffnungen entlang des Hinterleibs gepresst wird. Angreifer werden von diesem Fauchen abgeschreckt und auch lästige Geschlechtsgenossen. Dank kleiner Häkchen an den Beinen können Schaben auf nahezu allen Oberflächen laufen und sogar kopfüber. Es gibt sie seit Millionen von Jahren und sie können kopfüber laufen. Doch ihre erstaunlichste Anpassung ist ihre Fähigkeit, Erschütterungen wahrzunehmen. Ihre Beine sind bedeckt mit winzigen Härchen, die auf die kleinsten Vibrationen reagieren. Tatsächlich wurden Schaben früher verwendet, um Erdbeben vorherzusagen. Diese Sinneshaare melden der Schabe jeden sich nähernden Feind. Meist sind sie schon verschwunden, bevor ihr Gegner sie entdecken kann. Die kleinen Haare sind so sensibel, dass sie sogar auf geringste Luftbewegungen reagieren. Für eine Schabe muss mein Fingertippen wie ein Erdbeben wirken. Ich will ein Gefühl dafür bekommen, was die kleinen Krabbler dabei spüren. Natürlich kann ich kein Erdbeben erzeugen, aber ich kann es simulieren. Und zwar so. Truck Surfing. Schade, dass es keine olympische Disziplin ist. Sonst hätte ich schon längst eine Medaille gewonnen. Zum Glück ist das vorbei. Als nächstes geht's zu einem Tier, bei dem es hoffentlich deutlich ruhiger zur Sache geht. Und später zu meiner ultimativen Anpassung. Ich fahre in den Süden Madagaskars, zurück in den Dornenwald. Es gibt unzählige nachtaktive Tierarten auf der Insel. Und wenn die Dämmerung anbricht, wird der Vogelgesang abgelöst von den Rufen anderer Geschöpfe. Über mir ist eine Kolonie Flughunde. Sie sind die größten Fledertiere Madagaskars und erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 1,20 Meter. Auch sie sind nachtaktiv. Den Tag verbringen sie in diesen Bäumen, wo sie munter miteinander plappern, wie Sie gerade hören können. In der Nacht machen sie sich auf die Suche nach Früchten. Sie haben einen fantastischen Geruchssinn und sie sehen ausgezeichnet.
Langsam setzt die Dämmerung ein und die Flughunde bereiten sich darauf vor, in den Wald hinauszufliegen, um zu fressen. Insektenfressende Fledermäuse setzen ihre Echoortung ein, um ihre Beute aufzuspüren. Die Flughunde brauchen sie nicht. Sie fressen ausschließlich Früchte, Pollen, Blüten und Nektar. Ich suche die farbenprächtigste Chamäleonart. Man findet sie meist in der Nähe des Waldbodens. Und dank der auffälligen Färbung dauert es nicht lange, bis ich fündig werde. There we go, my friend. So, mein Freund, lass mal sehen. Das hier ist ein Panther-Chamäleon. Es lebt näher am Boden als die meisten anderen Chamäleons und wie man sehen kann, ist es auch das bunteste. Die Augen sind unverwechselbar. Die Öffnungen, durch die das Licht eintritt, sind extrem klein. Und die Augen können unabhängig voneinander bewegt werden. Ein Chamäleon hat also ein Sichtfeld von beinahe 360 Grad. Chamäleons sind wahre Kletterspezialisten, auch wenn sie nicht die schnellsten sind. Doch nicht alles bei ihnen läuft so langsam ab. Sie fressen flinke Insekten und dabei setzen sie auf eine blitzschnelle Waffe. In Sekundenbruchteilen schnellt die lange, klebrige Zunge nach vorne in Richtung Beute. Die hilflosen Insekten werden dann zurückgezogen zwischen die kräftigen Kiefer des Chamäleons. Die erstaunlichste Anpassung des Panther-Chamäleons ist folgende. Trifft es auf ein anderes Männchen, kann es sich auf das Dreifache seiner eigentlichen Körpergröße aufblasen und die Farbe wechseln, um den Gegner abzuschrecken. Ich simuliere das mal. Da sehen Sie, es pumpt sich schon auf. Aber wechselt es die Farbe? Ich glaube, unten wird es roter. Vielleicht ist es jetzt nicht dreimal so groß, aber sicher eineinhalbmal. Um den Farbwechsel genauer zu erkennen, sehen wir uns das Chamäleon vor und nach seiner Reaktion vor dem Spiegel an. Das Grün auf dem Rücken ist einem Orangeton gewichen und der Bauch ist jetzt tiefrot. In der Haut sitzen unzählige pigmentierte Zellen, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können. Offensichtlich haben sich gerade die orangefarbenen und roten Zellen ausgedehnt, die Aggressionsfarben. Ich halte den Spiegel näher an das Chamäleon, um das Spiegelbild größer zu machen. Aber unser Männchen hat wohl langsam genug. Es lässt gerade Luft ab und die Farbe ändert sich wieder. Es gibt sich wohl geschlagen. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Mein nächstes Tier ist eines der erfolgreichsten überhaupt. Man findet es fast überall auf der Erde. Es ist wohl eines der ganz wenigen Tiere, die eine nukleare Katastrophe überleben würden und es ist erstaunlich anpassungsfähig. Ich spreche von der Schabe. Und eine bestimmte Art dieser Insekten findet man nur auf Madagaskar. Das hier sind Fauchschaben. Es gibt sie seit etwa 400 Millionen Jahren. Ihr Name bezieht sich auf einen Abwehrmechanismus. Fühlen sie sich bedroht, dann fauchen sie. Das fauchende Geräusch wird durch Luft erzeugt, bald ist. Das hier sind Sifakas, eine der bekanntesten Lemurenarten Madagaskars. Sie kommen spielend leicht mit den vielen Dornen und Stacheln zurecht, dank ihrer dicken Haut an den Händen und Füßen. Sifakas sind perfekt an das Leben auf den Bäumen im Dornenwald angepasst. Mit ihren langen, kräftigen Armen schwingen sie sich geschickt von Ast zu Ast. Die Daumen und Krone sind geeignet, um sich festzuhalten. Besonders bemerkenswert ist, wie sie in den Baumkronen die Balance halten. Ihre langen Schwänze helfen ihnen dabei. Das waren zwei kurze Sprünge. Sifakas können nämlich fast 10 Meter weit springen, aus dem Stand. Das sind absolute Akrobaten. Nach kurzer Zeit haben sich die munteren Gesellen an mich gewöhnt und steigen hinab zum Boden. Sifakas zählen zu den wenigen Primaten, die auch längere Strecken aufrecht zurücklegen. Mit ihrem Schwanz, der etwa so lang ist wie der Körper, halten sie die Balance. Mit kurzen, meist seitlichen Sprüngen tänzeln sie dann über den Boden.
So kommen sie sehr rasch von einer Baumgruppe zur nächsten. Eine perfekte Anpassung daran, die verstreuten Nahrungsquellen in den lichten Wäldern effektiv zu nutzen. Leider schlägt kurz darauf das unberechenbare Wetter Madagaskars zu und beendet unsere Filmaufnahmen mit den Lemuren abrupt. Die Insel ist alles andere als trocken. In der Regenzeit können jeden Monat weit über 200 Milliliter Niederschläge fallen. Während der Himmel seine Pforten öffnet, ruhen sich die Lemuren aus. Die Flüsse und Bäche auf der Insel dagegen erwachen zu neuem Leben. Das sind für mich eher schlechte Nachrichten. Nachdem wir die Balanceakte der Lemuren gesehen hatten, haben wir nämlich entschieden, meinen Gleichgewichtssinn zu testen. Und um es etwas interessanter zu gestalten, wird das Ganze hier stattfinden. Ein Sifaka hätte kaum ein Problem damit, über das Seil zu balancieren, das quer vor dem Wasserfall gespannt ist. Ob ich das schaffe? Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist mein Ast. Und jetzt testen wir mal, ob ich so gut balancieren kann wie ein Lemur. Nach einem umfangreichen Check, ob mein Gurt auch perfekt sitzt, wage ich die ersten vorsichtigen Schritte. Wir sind auf der Insel Madagaskar. Vor Millionen von Jahren hat sie sich vom afrikanischen Kontinent abgelöst und ist heute die Heimat einer einzigartigen Tierwelt. Ich bin auf der Suche nach dem Tier mit der ultimativen Anpassung an diese Insel. Und mein Abenteuer beginnt hier, mit einem Lauf durch diesen etwas stacheligen Wald. Legen wir los. Ein paar Minuten Jogging durch den Dornenwald und ich bin total zerkratzt, wie Sie sehen. Doch das erste Tier, das ich Ihnen diesmal zeigen werde, ist perfekt daran angepasst, sicher durch diese Dornen zu kommen. Lemuren zählen zu den sogenannten Feuchtnasenaffen und kommen ausschließlich auf Madagaskar und den benachbarten Inseln vor. Sie haben hier keine Konkurrenz von Menschenaffen, wie zum Beispiel den Schimpansen, zu fürchten. Und alle Lemurenarten haben eines gemeinsam: ihre Neugier. Es gibt über 90 Lemurenarten und im Laufe der Zeit hat sich jede von ihnen ihren Platz auf dieser vielfältigen Insel erobert. Dieser graue Halbmaki hat einen faszinierenden Weg gefunden, mit einer Art Büchsenöffner einen Bambusstamm zu knacken, um an das saftige Mark heranzukommen. Die grauen Halbmakis leben fast ausschließlich von Bambus. Sie zählen eher zu den kleineren Lemurenarten. Im Wald springen sie von Baum zu Baum, legen aber auch längere Strecken zu Fuß am Boden zurück. Die Lemuren haben relativ wenige natürliche Feinde. Wenn man sich ruhig verhält, schöpfen selbst die scheuesten Vertreter ihrer Art Vertrauen und kommen näher. Die Halbmakis leben in kleinen Verbänden aus 3 bis 5 Familienmitgliedern. Und diese zwei hier sind offensichtlich die Eltern vom Rest des Clans. Ich sehe ihnen zu, wie sie fressen, kuscheln und miteinander spielen. Es macht Spaß, diese Halbmakis in freier Wildbahn zu beobachten. Doch ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Lemurenart, deren Heimat der schmerzhafte Dornenwald. Du meine Güte, das ist ein gewaltiger Wasserfall.
Wieder nach oben. Alles in Ordnung, sieht man doch. Mein größter Nachteil ist, dass ich keinen Lemurenschwanz habe. Die Sifakas können damit perfekt auf den Hinterbeinen stehen. Sie müssten sich hier nicht oben festhalten. Das versuche ich jetzt auch, kann ja nicht schwer sein. Okay. Alles klar. Ich danke Gott für meinen Gurt. Thank God for my harness. Man, this is... Whoa. Oh, yes! Whoa. No! Yes, no! Whoa. Es ist eindeutig bewiesen, dass ich in keinster Weise so balancieren kann wie ein Lemur. Keine Chance. Die Lemuren haben einen erstaunlichen Gleichgewichtssinn. Und das nächste Tier hat eine erstaunliche Färbung. Es ist wohl das bunteste Tier auf dieser Insel. Hier werde ich es nicht finden. Dazu muss ich in den Wald. Aber erstmal muss ich irgendwie wieder darüber. Dank des feuchtwarmen Klimas sind die Flora und Fauna auf Madagaskar besonders vielfältig. 5% aller Tier- und Pflanzenarten weltweit kommen auf dieser Insel vor. Ihre isolierte Lage hat dazu geführt, dass sich hier ganz eigenständige Arten gebildet haben, von denen man 80% nirgendwo anders auf der Welt findet. Insgesamt gibt es etwa 160 Chamäleonarten. Gut die Hälfte davon findet man auf Madagaskar. Einige sind grell gefärbt, andere sehen aus wie kleine Dinosaurier. Ich suche die farbenprächtigste Chamäleonart. Man findet sie meist in der Nähe des Waldbodens. Und dank der auffälligen Färbung dauert es nicht lange, bis ich fündig werde. There we go, my friend. So, mein Freund, lass mal sehen. Das hier ist ein Panther-Chamäleon. Es lebt näher am Boden als die meisten anderen Chamäleons und wie man sehen kann, ist es auch das bunteste. Die Augen sind unverwechselbar. Die Öffnungen, durch die das Licht eintritt, sind extrem klein. Und die Augen können unabhängig voneinander bewegt werden. Ein Chamäleon hat also ein Sichtfeld von beinahe 360 Grad. Chamäleons sind wahre Kletterspezialisten, auch wenn sie nicht die schnellsten sind. Doch nicht alles bei ihnen läuft so langsam ab. Sie fressen flinke Insekten und dabei setzen sie auf eine blitzschnelle Waffe. In Sekundenbruchteilen schnellt die lange, klebrige Zunge nach vorne in Richtung Beute. Die hilflosen Insekten werden dann zurückgezogen zwischen die kräftigen Kiefer des Chamäleons. Die erstaunlichste Anpassung des Panther-Chamäleons ist folgende. Trifft es auf ein anderes Männchen, kann es sich auf das Dreifache seiner eigentlichen Körpergröße aufblasen und die Farbe wechseln, um den Gegner abzuschrecken. Ich simuliere das mal. Da sehen Sie, es pumpt sich schon auf. Aber wechselt es die Farbe? Ich glaube, unten wird es roter. Vielleicht ist es jetzt nicht dreimal so groß, aber sicher eineinhalbmal. Um den Farbwechsel genauer zu erkennen, sehen wir uns das Chamäleon vor und nach seiner Reaktion vor dem Spiegel an. Das Grün auf dem Rücken ist einem Orangeton gewichen und der Bauch ist jetzt tiefrot. In der Haut sitzen unzählige pigmentierte Zellen, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können. Offensichtlich haben sich gerade die orangefarbenen und roten Zellen ausgedehnt, die Aggressionsfarben. Ich halte den Spiegel näher an das Chamäleon, um das Spiegelbild größer zu machen. Aber unser Männchen hat wohl langsam genug. Es lässt gerade Luft ab und die Farbe ändert sich wieder. Es gibt sich wohl geschlagen. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Mein nächstes Tier ist eines der erfolgreichsten überhaupt. Man findet es fast überall auf der Erde. Es ist wohl eines der ganz wenigen Tiere, die eine nukleare Katastrophe überleben würden. Und es ist erstaunlich anpassungsfähig. Ich spreche von der Schabe. Und eine bestimmte Art dieser Insekten findet man nur auf Madagaskar.
Das hier sind Fauchschaben. Es gibt sie seit etwa 400 Millionen Jahren. Ihr Name bezieht sich auf einen Abwehrmechanismus. Fühlen sie sich bedroht, dann fauchen sie. Das fauchende Geräusch wird durch Luft erzeugt, die durch die Atemöffnungen entlang des Hinterleibs gepresst wird. Angreifer werden von diesem Fauchen abgeschreckt und auch lästige Geschlechtsgenossen. Dank kleiner Häkchen an den Beinen können Schaben auf nahezu allen Oberflächen laufen und sogar kopfüber. Es gibt sie seit Millionen von Jahren und sie können kopfüber laufen. Doch ihre erstaunlichste Anpassung ist ihre Fähigkeit, Erschütterungen wahrzunehmen. Ihre Beine sind bedeckt mit winzigen Härchen, die auf die kleinsten Vibrationen reagieren. Tatsächlich wurden Schaben früher verwendet, um Erdbeben vorherzusagen. Diese Sinneshaare melden der Schabe jeden sich nähernden Feind. Meist sind sie schon verschwunden, bevor ihr Gegner sie entdecken kann. Die kleinen Haare sind so sensibel, dass sie sogar auf geringste Luftbewegungen reagieren. Für eine Schabe muss mein Fingertippen wie ein Erdbeben wirken. Ich will ein Gefühl dafür bekommen, was die kleinen Krabbler dabei spüren. Natürlich kann ich kein Erdbeben erzeugen, aber ich kann es simulieren. Und zwar so. Truck Surfing. Schade, dass es keine olympische Disziplin ist. Sonst hätte ich schon längst eine Medaille gewonnen. Zum Glück ist das vorbei. Als nächstes geht's zu einem Tier, bei dem es hoffentlich deutlich ruhiger zur Sache geht. Und später zu meiner ultimativen Anpassung. Ich fahre in den Süden Madagaskars, zurück in den Dornenwald. Es gibt unzählige nachtaktive Tierarten auf der Insel. Und wenn die Dämmerung anbricht, wird der Vogelgesang abgelöst von den Rufen anderer Geschöpfe. Über mir ist eine Kolonie Flughunde. Sie sind die größten Fledertiere Madagaskars und erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 1,20 Meter. Auch sie sind nachtaktiv. Den Tag verbringen sie in diesen Bäumen, wo sie munter miteinander plappern, wie Sie gerade hören können. In der Nacht machen sie sich auf die Suche nach Früchten. Sie haben einen fantastischen Geruchssinn und sie sehen ausgezeichnet. Langsam setzt die Dämmerung ein und die Flughunde bereiten sich darauf vor, in den Wald hinauszufliegen, um zu fressen. Insektenfressende Fledermäuse setzen ihre Echoortung ein, um ihre Beute aufzuspüren. Die Flughunde brauchen sie nicht. Sie fressen ausschließlich Früchte, Pollen, Blüten und Nektar. Ihr exzellentes Sehvermögen und ihr Geruchssinn führt sie zu diesen Leckereien. Schon kurze Zeit später sind überall fliegende Flughunde zu sehen und ihr Geschnatter ist ohrenbetäubend. Die gesamte Kolonie hat sich in die Luft geschwungen und verschwindet nach und nach hinter den Baumwipfeln. Ich lasse die Schlafbäume der Flughunde hinter mir und gehe tiefer in den Wald hinein. Auf dem Boden suche ich zwischen dem Laub nach Tieren, die in der Dunkelheit unterwegs sind. Es ist schon ein seltsames Gefühl mit so vielen fremdartigen Tieren und Geräuschen, die einen umgeben. Und man weiß nie, was man finden wird. Sehen Sie nur. Es gibt so viele Tiere auf Madagaskar. Da kann man oft nur durch Tarnung verhindern, von irgendjemandem gefressen zu werden. Das hier ist das perfekte Beispiel. Das ist ein Plattschwanzgecko. Sein Schwanzende sieht aus wie ein verwelktes Blatt.